und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, hier zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um das leidige Thema Injektoren. Das ist nicht der richtige, das dient jetzt hier nur als Beispiel. Es geht um dieses Fahrzeug. Wir haben einen VW Touareg V6 3 Liter Diesel. Eigentlich ein recht guter Motor, hat aber Probleme mit den Injektoren. Hinter diesem Problem steckt aber noch eine viel größere Geschichte. Wo ich auch hier und da wirklich ein Autohaus oder Autohäuser ermahnen möchte, dass man so Situationen nicht ausnutzt. Und worum es hier wirklich geht und was hinter diesem Fahrzeug und den Injektoren steckt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Letzte Woche. Ich meine, es war... Ja, eigentlich ab Dienstag, also Anfang der Woche, habe ich immer wieder Anrufe in Abwesenheit gehabt auf meinem Telefon mit einer portugiesischen Nummer. Ich bin natürlich nicht rangegangen, habe gedacht, was will der Portugiese von mir? Kann eh nur Spam, Werbung oder irgendein Scheiß sein. Also habe ich das Ganze ignoriert und habe mir nichts dabei gedacht. Dann habe ich ganz normal gearbeitet und ja, plötzlich stand jemand bei mir im Hof und spricht mich auf Englisch an. Dann hat er mir seinen Leidensweg erzählt und es kam raus, dass es ein Pärchen war, ein Ehepaar, das in der Schweiz arbeitet, aus der Ukraine kommt und mit dem Fahrzeug jetzt, weil Saisonende war, im Skigebiet oder in dem Hotel und der nächste Saisonstart ist erst wieder im November irgendwann, dann fahren die immer in die Heimat und das hatten sie auch vor. So, Problem, sie hatten eine Panne. Also das Fahrzeug hat Probleme gemacht, unrunder Motorlauf, Warnlampe kam und man soll eben in die Werkstatt gehen. Es hat sich herausgestellt, dass die portugiesische Nummer über ihn kam, weil er mal in Portugal gelebt hat. Am Ende habe ich nochmal drauf geguckt, waren es so wirklich 8 Anrufe in Abwesenheit. Ja, am Sonntagnacht letzte Woche sind die losgefahren von der Schweiz und mussten in die Ukraine. Bei uns ungefähr die Höhe kam die Panne auf der Autobahn, sie wurden abgeschleppt zu einer Vertragswerkstatt, also VW in dem Fall, und zum Diagnosestellen, also am Montag. Das heißt, sie haben Sonntagnacht dann ein Hotel genommen in einer fremden Stadt, fremder Ort, wo sie keinen kennen, etc. Das ist ungefähr 3 Stunden weg von der Schweiz. Okay, Montag passierte gar nichts. Sie haben nichts gehört von einem Autohaus, was ich auch schon sehr komisch fand oder finde. Ich meine, wenn ihm ein Fahrzeug angeliefert wird mit einer Panne, dass man wenigstens mal Rücksprache hält mit dem Besitzer, etc. Dienstag ruft er an und wollte einfach mal fragen, wie es denn aussieht. Dann hieß es, ja, wir kümmern uns drum und wir melden uns. Dann 2 Stunden kam nichts. Nach 2 Stunden ruft er wieder an, wie es denn aussieht. Die Geschichte wird erzählt. Okay, ja, es ist das und das und das und das. Dann ist er hingefahren, ich weiß nicht wie, wahrscheinlich mit dem Taxi. Und dann hat das Autohaus gesagt, Injektoren kaputt, kostet 6.500 Euro. Okay, ihr müsst wissen, in den Autohäusern gibt es jetzt schon so Varianten wie Ecoline, ja, dann bekommt man Zuliefererteile, also nicht das Originale von BMW, VAG, whatever, also viele Autohäuser machen das schon, dass sie im Autohaus nochmal einen separaten Kundendienst oder eine separate Werkstatt sogar haben. So ist es in dem Fall auch gewesen, die haben einen separaten Bosch-Service in der VW-Vertragswerkstatt. Ich finde das Konzept ein bisschen komisch. Ja, ist halt eine Taktik, um die günstigeren Reparaturen oder die Reparaturen, wo die Kunden weggehen, weil sie zu teuer sind, dass man die noch eben mitnimmt über einen Vertragspartner. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich finde es komisch, weil oft liegt es auch gar nicht am Geld. Es liegt einfach an der Art, wie der Kunde behandelt wird und wie man mit dem Kunden kommuniziert. Das ist ganz wichtig. Aber dazu mache ich mal noch ein extra Video. Ja, wird dann der Titel heißen, warum Vertragswerkstätten Umsatz einbüßen. Liegt nämlich nicht nur an den Kosten. Wahrscheinlich am geringsten sogar. Naja, zurück zur Geschichte. Er hat dann davor und sagt, ja, 6.500, das ist das Auto nicht mal wert. Es ist zwar ein VW Touareg, für uns denkt man jetzt, oh, ein krasser SUV, aber Diesel in Deutschland wird ja schon sehr totgesprochen und die sind einfach nicht mehr so viel wert. Also 6.500 wäre der Wert von dem Fahrzeug, weil er hat es, glaube ich, auch für 6.000 erworben. Also mehr, ja, also richtig teuer, für Injektoren.
Okay, also muss man rechnen, die haben berechnet wahrscheinlich pro Injektor ein Taui. Ein Tausender pro Injektor mit Anlernen einbauen, dann wahrscheinlich 6,5, whatever. Jetzt kommt aber das Schlimme. Man weiß ja, Werkstätten hier und da kann ja mal teuer sein, ist ja auch okay. Jetzt kommt das Schlimme. Achtung. Der geht hin, der Kunde, geht zu dem Serviceberater und sagt, boah, das ist aber zu teuer. Der Serviceberater, kein Witz, kommt mit dem Taschenrechner, wie beim Bazar, tippt was ein und sagt, ah, okay, dann 4.500. Das ist krass. Das ist echt krass. Das war eine offizielle Annahme. Es war jetzt kein Hinterhof-Spelunke, wo man nicht weiß, was da passiert. Es war eine offizielle Annahme und er kommt wie beim Bazar und sagt 4.500. Das ist krass. Also ich fand es richtig krass. Dem Kunden war es natürlich auch viel zu viel. Das heißt, also nicht viel zu viel vom Geld, sondern einfach viel zu viel von dem ganzen Umfeld, von der Erfahrung. Allein schon mal das eine Tag nichts machen, nichts melden. Das heißt ja für die müssen eine Nacht mehr Hotel bezahlen. Müssen gucken, wie sie. Ja, die sind ja für die Reise, für so einen langen Stopp gar nicht gewappnet. Naja, Vertrauen war dann komplett weg. Und dann sind sie irgendwie auf mich gestoßen und standen dann vor mir. Jetzt geht es in der Geschichte weiter. Okay. Die Diagnose hat er bekommen von dem Autohaus für 130 Euro. Wahrscheinlich nur Fehlercode ausgelesen, waren zwei Injektoren drin als Fehler. Ich für mich nehme das jetzt wieder voll mit als Learning und auch mein Tipp an euch, wenn euer Injektor Probleme macht, wechselt alle. Wechselt alle. Es ist allein von der Diagnose vom Fahrzeug selber, von der Fehleranzeige, das ist nicht so genau. Ich meine das, ja. Meine Empfehlung, wechselt alle. Spart da nicht. Früher oder später kommen sie eh. Wenn zwei Injektoren kaputt sind, liegt halt nahe, dass noch einer kommt. Oder der dritte dann, nächste Woche. Das muss ja nicht sein, deswegen wechselt alle. Ich weiß, es ist viel Geld, das hat man nicht immer. Aber dann spart lieber und wechselt alle. Egal. In dem Fall haben wir es so gemacht, er hat darauf bestanden, er will nur die zwei wechseln. Haben wir die zwei gewechselt, dann lief er immer noch unrund. Das Problem war auch, ich hatte noch sehr viel Arbeit tagsüber. Wisst ihr, ich mache so nebenbei. Ich komme auch gerade nur direkt von der Arbeit. Und das heißt, man konnte die Teile abends nicht mehr neu bestellen. Musste man wieder einen Tag warten. Nächsten Tag kommt er. Da haben wir alles entlüftet. Und man muss die Injektoren, wenn man die erneuert, muss man die auch programmieren, also kodieren. Da ist ein Code drauf, das seht ihr dann nachher, wenn wir es einbauen. Und dann kann man die einbauen, muss die kodieren. Dann haben wir plötzlich festgestellt, ey, die anderen Injektoren waren schon mal draußen, da hat schon mal jemand dran rumgemacht, denn hier und da war auch eine Schraube anders. Und ich glaube, von sechs Injektoren waren nur zwei, die wo ich gemacht habe. Und ich glaube noch einer, also drei Injektoren waren richtig kodiert, die anderen waren im System komplett falsch hinterlegt. Und man stellt da die Fördermenge, also die Vorfördermenge ein, beziehungsweise die genaue Antaktung stellt man, dann programmiert man dem Steuergerät ein und das braucht das Steuergerät, um einen sauberen Lauf zu gewährleisten. Also das war schon mal komplett verkorkst, da war der Fehler. Das ganze Ding, ich mach's kürzer, das ganze Ding hat sich geschoben bis Samstagabend. Ich hatte nämlich keine Zeit, weil ich eigentlich gar keinen Termin frei hatte. Ich habe es auch immer noch nicht, by the way. Und wir mussten die anderen Autos fertig machen. Dann hat er selber noch ein bisschen dran geschraubt. Hatte auch ein paar richtig grobe Fehler gemacht. Er dachte, er kann die Injektoren einfach selbst reinigen, hat die zerlegt, die Nadeln rausgeholt mit Drahtbürste. Geht nicht. War ein guter Versuch, aber geht nicht. Kann man nicht machen. Das Ding ist eingespielt, das ist so genau, das hat 180.000 Kilometer gelaufen, das ist so genau in sich eingelaufen, die Nadel und der Sitz beim Injektor, dass man da, wenn man da nur ein bisschen verdreht, stimmt schon die Einspritzmenge nicht mehr. Also darf man nicht machen. Hat er gemacht, versucht. Wir haben das Ding dann zum Laufen gebracht, aber lief halt richtig schlecht. Er war dann trotzdem so verzweifelt, wurde auch schon leicht emotional, kann ich verstehen. Eine Woche einfach hier irgendwo im Hotel, ne? Das kostet ja auch Geld, war so nicht eingeplant. Dass er gesagt hat, heute Abend, wenn er läuft, egal wie er läuft, ich fahre in die Ukraine. Gesagt, getan, er hat alles zusammengebaut, lief wie in Sack Muscheln das Ding. Will gerade aus dem Hof rausfahren. Wir haben uns verabschiedet. Er hat sich sehr bedankt, weil wir uns doch sehr viel geholfen haben. Fährt los und ich sehe nur noch, wie der Motor, oder ich höre noch, Motor aus, Licht aus und er rollt nur so vorwärts. Gut, dann habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, okay, wir müssen jetzt objektiv das Ganze betrachten, Emotionen weglassen. Wir haben nur die und diese Möglichkeit zu machen. Mittlerweile kam die Meldung, dass der DPF zu ist. Ja, war der DPF schon zugerußt, weil er eben nur auf ein paar Zylindern lief.
Und jetzt kommt der Hammer. Ich weiß, normalerweise mache ich das nicht. Ich habe viel zu viel investiert, macht auch menschlich gesehen, geschäftlich gesehen auch überhaupt gar keinen Bock. Aber ich hatte einen krassen Reminder. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, vom Samariter, wo eine Person überfallen wird. Menschen laufen vorbei, ignorieren das, wollen es vielleicht sogar noch ausnutzen. Und hier mein Appell, ich fand es krass, vom Autohaus mit den 6.500, das war ganz klar die Situation ausgenutzt. Die haben gesehen, Schweizer Kennzeichen, haben gesehen, der ist auf Durchreise, hat eine Panne, der muss es bezahlen, weil er eine Reparatur braucht und wurde angeschleppt. Und dann haben sie gedacht, komm, hier machen wir eine dicke Rechnung, kassieren viel Geld. Also geht gar nicht, unter aller Sau. Und es war für mich so, irgendwie hatte ich einfach auf dem Herzen, hey, ich muss denen helfen, wir müssen es schaffen, dass diese schlechte Situation bei denen, die werden sie nie mehr vergessen. Aber wir können dafür sorgen, dass die gedreht wird in eine positive. Und dann habe ich einen guten Freund angerufen. Und davor schon, muss man auch noch erwähnen, die hatten ja viel Wartezeit hier. Wurden sie mit dem Taxi noch in die Stadt gebracht. Dann habe ich da noch Freunde angerufen von einem Café. Auch hier wirklich vielen Dank, weil da wurde so viel Segen freigesetzt, einfach weil viele Menschen mitgeholfen haben. Die sind da rein, haben sich da umgeschaut, dann wurden sie eingeladen auf Espresso etc., wurden da echt verwöhnt und das haben die auch gebraucht. Dann habe ich, also wieder zurück, Samstagabend, völlig aufgelöst alle, habe ich einen guten Freund angerufen, habe gesagt, hey, so und so ist die Situation, jetzt kommt die. Und habe gesagt, hey, habt ihr ein Auto, was wir denen geben können, dass die in die Ukraine können und ich gebe euch dafür mein Elektroauto als Ersatz, weil das halt für die Langstrecke nicht geht. Und dann hat die Person das innerhalb von 2 Minuten mit der Frau abgeklärt. Also das lief so ab. Geht das klar? Fahrzeug abgeben, Ukraine. Matthias braucht das für die und die. Ja, ja, warum denn nicht? Ja, also mega Einstellung, mega hilfsbereit. Und genauso haben wir es gemacht. Am nächsten Tag haben wir denen ein Auto gegeben, damit die in die Ukraine fahren können. Und ist krass, da kam dann auch eine Nachricht. Der Plan war dann, dass er die Injektoren von Polen auf dem Weg dorthin in Polen bestellt, weil die billiger sind und mir schickt. Die sind jetzt auch schon gekommen. Und da kostet es ein Injektor, ich glaube 90 Euro. Komplett neu aufbereitet. Ich hoffe, das ist alles seriös, aber das ist seine Entscheidung. Und dann kam noch eine Nachricht von ihm und das fand ich krass. Er hat einfach geschrieben, er hat sich nochmal mega bedankt per SMS, weil das ist ja ein riesen Vertrauensding. Ne? Also einfach jemandem Fremdes quasi ein Auto geben. Und da konnte man eben einen Unterschied machen. Und jetzt, ich weiß, richtig langes Intro, aber das hat's, die Geschichte hat es gebraucht. Jetzt haben wir die 6 Injektoren da. Sind jetzt hier noch, wie gesagt, verpackt. Müssen wir dann auch noch neu kodieren. Das ist der Code, von dem ich berichtet habe. Steht hier oben. Und die bauen wir jetzt noch ein. Den DPF habe ich weggeschickt zur Reinigung. Der kommt hoffentlich morgen. Aber die Injektoren bauen wir heute noch ein. Und das seht ihr auch noch. Also ihr habt noch einen technischen Teil. Ich weiß, viel Gerede. Aber ich glaube, das war's wert. Und jetzt müsst ihr mir helfen, indem ihr das Video schaut und schreibt mir mal, beziehungsweise schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Aktion haltet. Und ja, wir hoffen, dass es gut ausgeht. Der Plan ist, dass der Motor spätestens morgen läuft, mit DPF drin am besten noch, und dass sie am Samstag herkommen, wir die Autos wieder tauschen und die ganze Geschichte ein gutes Ende nimmt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Also, Common Rail System heißt, hier haben wir die Hochdruckleitungen und hier sitzen dann jeweils die Injektoren. Wir haben auch hier Rücklaufleitungen mit dran. Wir haben im Vorfeld auch eine Rücklaufmengenmessung gemacht. Habt ihr vielleicht hier und da mal gesehen, wenn nicht, blende ich jetzt mal ein Bild ein. Und da war es auch klar zu sehen, dass mehrere Injektoren da ein Problem haben. Der ist jetzt schon neu von mir. Das ist jetzt vom zweiten Zylinder. Also man sagt immer gegenüber der Kraftabgabe auf der linken Seite, fängt man an. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 und 6 sind schon neu, jetzt werden hier noch 1 und 3 und 4 und 5 getauscht. Ja, heißt Leitung lösen vom Rail, dann die Abdeckung hier weg mit diesen Schrauben. Die sind nicht mehr original, original sind diese hier drin, was ihr die seht. Und dann ist unter dieser Abdeckung, die muss man dann quer drehen, dann kommt man an die Schrauben vom Injektor. Mit links und rechts 2 Schrauben mit einer Klammer befestigt und dann kann man den einfach rausziehen. Ja. Und da muss man das ganze System entlüften. Heißt im besten Fall ein bisschen vorbefüllen die Leitungen. Am besten seid ihr zu zweit. Dann macht ihr die Leitung auf und der andere startet schon mal. Wenn es der Motor nicht von alleine schafft mit dem Nachdruck. Und dann läuft er. Man muss, wie ich schon vorhin gesagt, natürlich die Injektoren auch programmieren.
Wir schauen jetzt mal, wie wir es filmen können vom Einbau her. Vermutlich komme ich erst dazu, wenn die schon drin sind. Dann schalte ich vielleicht mal kurz ein beim Entlüften und dann beim Schauen, ob der Motor läuft. Und ich hoffe echt, dass der DPF noch rechtzeitig kommt, aber wir werden es sehen. Gut, das heißt, erster Part war jetzt einfach mal Storytelling, dass ihr die Geschichte dahinter kennt. Also hinter jedem Auto sind ja auch Menschen. Und mein Appell war einfach, nutzt nicht die Not von anderen aus. Im Gegenteil, versucht da ein Segen zu sein und zu helfen. Denn in dem Gleichnis, was ich euch vorhin erzählt habe, da heißt es am Ende, geh und handle genauso. Und das kam mir ganz stark in den Sinn. Geh und handle genauso heißt, hilf deinem Nächsten. Und wer ist dein Nächster? Schau einfach mal links und rechts und guck, dass du da Segen bist und nicht noch Problematiken schlimmer machst. Ja, gut. Heute Nacht schlafen wir wie Babys. Wir haben das Fahrzeug gerade gestartet. Läuft ganz normal an und läuft sehr gut. Flo hat die Injektoren eingebaut, die alten natürlich vorher rausgebaut. Und da liegen sie vor mir. Und wir sehen hier eine bunte Mischung an Injektoren. Also hier wurde schon mal was getauscht, quer getauscht etc. Ich weiß, dass eine Nummer von einem Injektor, jetzt bringt es alles durcheinander, aber es macht ja nichts. Eine Nummer von einem Injektor konnte sich damals auch nicht richtig programmieren lassen. Also vermutlich war da auch schon mal was falsch. Da wurde auf jeden Fall schon sehr oft rumgepfuscht an diesem Fahrzeug. Es fehlen hier und da auch wichtige Schrauben. Vom Ventildeckel war das, oder? Vom Saugrohrklappe. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier drin, da fehlt eine Schraube in dem Bereich, wo es eigentlich abdichten muss. Also so, ja, alle, überall so Punkte. Jetzt haben wir noch rausgefunden oder mitbekommen, dass der Diesel-Kraftstofffilter gar nicht drin ist. Also wenn man das aufmacht, ist einfach nichts drin. Das ist ein sehr wichtiges Teil. Also der Kraftstoff kommt ungefiltert jetzt am Motorarm-Injektor an. Ja. Weiß der Besitzer aber alles. Motor läuft jetzt auf jeden Fall. Das heißt, unser Part ist erledigt. Fahrzeug ist fahrbar. Morgen kommt der DPF von der Firma Barton GmbH. Bin ich gespannt. Die Ergebnisse habe ich schon. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Reinigung war auch sehr notwendig. Die mussten sogar zweimal reinigen. Das hatte ich noch nie bei den DPFs, die ich denen geschickt habe. Also zweimal war eine Reinigung notwendig. Das heißt, er war komplett zu. Wie genau, wie viel es zu war etc. Und das Protokoll, das zeige ich euch morgen. Schneide ich einfach hier mit dran. Gibt es kein extra Video nochmal extra dafür. Aber hier sieht man mal wieder, auch wenn der Tester sagt, es sind nur zwei Injektoren betroffen, wechselt immer alle. Ist wichtig. Also ich mache es nur noch so. Ich wechsle nur noch alle Injektoren, denn am Ende hat man deutlich weniger Ärger und hat auch langfristig Ruhe. Aber klar, ich kenne die Situation. Vielleicht hat man keine Kohle, ging mir alles auch mal so. Und dann schaut man, dass man da so günstig wie möglich wegkommt. Aber hier spart man an der falschen Stelle. Ja, so sieht's aus. Ich bin einfach nur froh, dass die läuft. Hier sieht man auch, guck mal. Wenn wir den jetzt hier anschauen, komplett zugerußt. Obwohl der ja frisch gereinigt war. Also der hat ja alle ausgebaut gehabt. In so kurzer Zeit wieder zugerußt. Zwei sind komplett nass gewesen. Das waren die zwei. Das heißt, die liefen gar nicht. Oder haben auf jeden Fall stark nachgetropft. Und der ist irgendwie ein komplett anderer. Der hat auch eine komplett andere Farbe, noch so ein Aufkleber. Ich glaube, das hier ist noch ein Originaler. Wo wahrscheinlich ab Werk damals von Audi. Audi-Nummer haben wir. Bei den anderen wahrscheinlich auch, ja. Aber ich glaube fast, dass der Original war. Und dass die anderen alle schon mal gewechselt wurden. Was ich glaube, ich meine, ich habe es nicht erzählt bei dem Erzählvideo. Als wir die Injektoren angelernt haben, haben wir die anderen noch, also als ich die zwei erstmal nur eingebaut habe, habe ich die anderen noch kontrolliert. Und da waren von den ganzen sechs Injektoren auch zwei, waren es zwei oder eventuell auch sogar drei, gar nicht programmiert. Also die waren gar nicht kodiert. Das Steuergerät wusste ja gar nicht, wie viel es da einspritzen soll von der Antaktung. Oh, Tester Akku leer. Können wir gleich mal anschließen. Ja, so ist der aktuelle Stand. Ich bin froh, dass das Auto läuft. Morgen kommen sie. Sie fahren jetzt wahrscheinlich heute Nacht los, haben eine Strecke von 15 Stunden in die Werkstatt. Und dann gibt es erstmal Kaffee, würde ich sagen. Und der DPF kommt auch morgen mit Expressversand. Ich habe die Firma noch angerufen. Zum Glück habe ich es gemacht. Inke hatte ich das Gefühl, dass ich anrufen soll, weil die hätten es normal erst auf Montag losgeschickt. Dann habe ich gesagt, hey, macht Express, auch der Aufpreis, der ist es wert. Da machen wir nicht mehr rum. Und dann ist die Karre erstmal wieder fahrbar. Und sehr wahrscheinlich hat die Werkstatt neue Freunde gefunden aus der Ukraine.
Gut, dann schalte ich morgen die Kamera wieder ein, wenn es hier weitergeht, wenn der DBF kommt. Und wir sehen uns. Bin eh ein bisschen fertig. Einen wunderschönen guten Morgen. So, während ich jetzt auf den DPF warte für den Touareg und die Sonne hier schon reinkommt, sehr, sehr geil, mache ich jetzt erstmal einen Kaffee. Die Karre läuft, der Touareg läuft und schnurrt wie ein Kätzchen. Wir können ja mal den Test jetzt machen. Komm, wir machen den Test. Wir haben jetzt eine Nacht stehen lassen. Ah. Ne, wir machen den Test später, weil wir haben den Touareg verkehrt rum auf der Bühne. Und dann kommt man schlecht rein, dann muss ich immer da in das Fenster reinklettern. Dann habe ich jetzt keine Lust drauf. Hat folgenden Grund, wir mussten ihn schieben, er lief ja nicht mehr. Und das Ding ist scheiße schwer. Also wir haben echt zu zweit gekämpft, weil wir halt auch einen unebenen Hof haben. Und es hier und da auch hochgeht. Ja, was steht heute noch an? Pepino geht's weiter, Blechner kommt bald. Und ich mache jetzt, wie gesagt, erstmal Kaffee. Und um 10 Uhr kommen dann die Besitzer des Touaregs und nehmen ihn mit. Und bringe den Ersatzwagen wieder zurück. Werte Schrauberfreunde, ich melde mich jetzt zurück hier von zu Hause. Bin jetzt gerade am Videoschneiden und mache das Video fertig. Ich muss das Ganze noch abschließen und updaten. Es bleibt es hier bei einem Storytelling-Video. Einfach, ja, wir haben das Fahrzeug repariert. Von unserer Seite aus war alles in Ordnung. Der Motor lief richtig Sahne und läuft hoffentlich jetzt auch noch so, denn die Kollegen sind von der Ukraine bzw. von Polen heute wieder zurückgekommen. Warum von Polen? Weil sie nicht über die ukrainische Grenze kamen mit dem auf Deutschland angemeldeten Fahrzeug, das jemand anderem gehörte, kamen sie nicht über die Grenze. So haben sie die Woche jetzt in Polen verbracht, haben mir die Teile zukommen lassen. DPF kam auch spitz auf Knopf. Ich habe am Freitag noch angerufen, also gestern, wann der DPF kommt, haben sie gesagt Montag. Und ich sagte, nein, 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 ich brauche den unbedingt morgen. Und dann wurde er mir geschickt per Express noch heute bis 12 Uhr. Es war wirklich eine Punktlandung, so um 11:30 kamen dann auch die zwei von Polen zurück, ja, nach 15 Stunden Fahrt. Richtig krass. Dann alles zusammengebaut, Motor gestartet, Probefahrt gemacht. Er ist immer noch nicht perfekt, das Fahrzeug. Ja, er fängt, sobald mehr erhöhter Ladedruck kommt oder ich mehr Last abrufe, dann hat es gestottert, lag aber nicht mehr an den Injektoren. Ich denke eher, es ist ein Turboproblem. Dann hat er noch recht gut hinten rausgequalmt. Aber auch hier ist jetzt erstmal wichtig zu fahren, ja, dass man einfach fährt, weil der DPF war wirklich richtig zu. Die Kollegen von der Reinigung haben es zweimal reinigen müssen und jetzt kommt der Hammer. Der Gegendruck war 52, irgendwas Millibar. Normal sind 6 oder jetzt hat er 6,4, das ist Neuzustand und er hatte 52. Millibar Gegendruck. Hatte ich noch nie so stark. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da nochmal einen hattet, der mehr zu war. Meine, die ich eingesendet habe, und da waren sie schon voll. Hatten immer so 24 oder 34 ja, Millibar Gegendruck. Gut. Fahren konnte man, hat gepasst. Das Qualmen, was ich noch sagen wollte, ist, denke ich, auch, weil der Cut einmal noch zu war. Wir haben ja nur den DPF zum Reinigen geschickt, einfach aus Kostengründen. Und der Cut sitzt ja vor dem DPF, also wird der dementsprechend auch so aussehen. Jetzt dann hat er mich noch gefragt, was ist das Beste, was er jetzt machen kann. Da habe ich gesagt, fahren. Das Beste, was du jetzt machen kannst, ist fahren, denn wir brauchen den Flow, also den Luftstrom, der einfach durchzieht und auch die Temperatur, damit der Cut und auch der DPF sich dann, beziehungsweise der Cut sich dann noch freibrennen kann und da einfach ein Durchfluss kommt. Gut, bis jetzt habe ich noch nichts gehört, deswegen denke ich, hat alles geklappt. Sie werden jetzt wahrscheinlich noch gerade ja, auf Halbzeit sein, das heißt so Mitte der Strecke geschafft und heute Nacht dann ja so um 4 Uhr wahrscheinlich oder 3 Uhr, je nachdem wie sie durchfahren, wahrscheinlich am Ziel angekommen sein. Jetzt braucht es ja noch einen Gewinner, fällt mir gerade auf. Ich habe ja im letzten Video zwei Dosen gezeigt, die ich verlost. Jetzt schaue ich einfach mal rein, wir machen das ganz spontan. Ich gehe jetzt hier in die YouTube-App, gucke unter das Video, scroll einfach mal hoch und runter und ich suche mir irgendeinen aus, der sich dann melden muss. So. Jetzt kommt natürlich Werbung. Aber ich brauche ja gar nicht das Video anschauen. Ich muss ja nur in die Kommentare. So, wir haben 23 Kommentare unter dem Video. Zack, zack, zack. Ich scroll jetzt hier einfach mal hoch und runter. Und guck auch gar nicht hin. Hoch, runter, stopp. Und wo bin ich?
Christoph Giert hat kommentiert vor 6 Tagen. Christoph, du hast gewonnen. Melde dich bitte bei mir. Wenn du Instagram hast, dann am besten über Instagram. Direct Message, schick mir einfach eine Nachricht, wenn nicht, dann bei Facebook und dann schicke ich dir dein Gewinn zu, die 2 Dosen, nämlich Bremsenreiniger und Feuchtleckfinder von Presto. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen, ich denke, es war auch mal eine spannende Geschichte. Das Ganze hat jetzt ein gutes Ende genommen und die Werkstatt hat neue Freunde gefunden in der Ukraine und ich habe auch schon gesagt, er fährt gerne Cross, also Bike und in der Ukraine, wo er fährt, da ist alles ein bisschen entspannter, er hat sehr, sehr viel Land und deswegen hat er auch den Touareg, weil die Straßen so schlecht sind, dass er einen Geländewagen braucht, dort in der Gegend, wo er ist. Aber mit der Motocross macht das natürlich richtig Spaß, deswegen, ich glaube fast, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr mal dorthin fahren und uns das anschauen. Und dann nehmen wir euch mit. Mein Ziel war es, diese Situation zu nehmen, die so schlecht ist und weil sie in Erinnerung bleiben wird, für immer. Das werden die nie vergessen, die 2. Und dann habe ich gesagt, komm, unser Ziel muss es sein, diese schlechte Erinnerung jetzt zu drehen in eine positive. Und das haben wir geschafft, liebe Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, eine gute Zeit. Haut rein und verliert niemals die Lust am Schrauben.